Einen wunderschönen guten Morgen zu einer weiteren Ausgabe vom Spotlight, dem neuen Format im German Mittelstand, in dem wir wöchentlich eines unserer Mitglieder sozusagen in den Scheinwerfer, ins Scheinwerferlicht setzen und ihnen erzählen lassen, was er so tut, für wen er das tut, also sprich sein Geschäftsmodell uns darlegt. Heute ist dabei die Firma MyAutoData, kurz abgekürzt MAUT, vertreten durch Manfred Heiß. Und wir starten gleich mit maximal 8 Minuten, lieber Manfred, in deinen Pitch, um danach Antworten bzw. Antworten von dir zu bekommen, die unsere Mitglieder dann an dich stellen werden, voraussichtlich. Bist du bereit? Ich bin bereit. Mein Bildschirm müsste zu sehen sein. Wann ist die Zeit jetzt deine? Also erstmal herzlichen Dank für die Gelegenheit, dass ich da ein paar Worte zu unserem ziemlich spektakulären Geschäftsmodell erzählen kann. Es geht um Autofahrer, es geht um Autodaten und es geht um Unternehmen, die mit Autodaten arbeiten. Was ihr da seht, ist Pay Your Mobility with Your Car Data. Das ist noch eine Vision, die wir haben. Zu dieser Vision zählt auch, dass wir helfen wollen, mit unserer Lösung das Environment zu schonen und auch den Verkehr zu reduzieren. Alles glückliche Leute, glückliche Menschen und in diese Richtung soll es auch weitergehen. So, aber vorher erstmal eine kurze Erläuterung zu MyAutoData selber. Was ist das MyAutoData? Es ist eine Datenplattform für Autofahrer, wo die Daten wirklich den Autofahrern gehören und nur sie darüber selbst bestimmen. Wir sind eigentlich nur eine Trusted-Plattform, wo die Daten gespeichert werden und wir sorgen dafür, dass kein Missbrauch getrieben wird. Wir verkaufen keine Daten, weil sie uns auch gar nicht gehören. Das dazu. Es ist auch ein Platz, diese Plattform, wo Autofahrer ihre Daten jederzeit nach Belieben teilen und dann auch Geld damit verdienen können. Und last but not least, es ist auch noch ein Marktplatz, nicht nur für die Daten, sondern auch immer, wenn ich irgendetwas für mein Fahrzeug brauche, wie zum Beispiel einen Satz neuer Reifen oder vielleicht sogar ein neues Fahrzeug, ja, oder eine neue Versicherung, solche Dinge. So, das ist in a nutshell mal, was MyAutoData ist. Wie sieht es eigentlich jetzt aus? Nochmal, wir haben den Spieß umgedreht und haben aus B2C, C2B gemacht. Das heißt, C sind die Customers bzw. die Konsumenten. Auf der anderen Seite haben wir hier das Business. Und wir sind nur das Tool, wir sind nur ein Werkzeug dazwischen. Das Werkzeug, das quasi den Konsumenten dabei hilft, ihre Daten zu teilen und am Marktplatz Dinge einzukaufen und hier den Businesses die Möglichkeit zu geben, eben auf die Anfragen der Kunden zu reagieren. So, deswegen muss ich euch jetzt mal den Paul vorstellen. Der Paul ist einer von 1,4 Milliarden Autofahrern, ja. Und als solches ist der Paul auch irgendwo schon Kunde, sicherlich ein Versicherungskunde. Ja. Wenn er ein Versicherungskunde ist, nehmen wir mal einfach kurz an, was weiß die Versicherung, was wissen wir, auch wenn es kein Versicherungskunde ist, was wissen wir über den Paul? Kennen wir seine Vorlieben, seine Bedürfnisse? Wissen wir, was er mag, was er nicht mag, was er braucht? Die Frage kann sich jeder selbst beantworten. Wissen wir, ob es ein glücklicher Kunde ist oder ob er eigentlich vielleicht schon auf der Suche nach einer neuen Versicherung ist oder nach einem neuen Unternehmen. Und was wir auf alle Fälle nicht wissen ist, und das ist das ganz Wichtige daran, dass der Paul etwas hat, was niemand anderer auf der Welt hat und auch kein Mark Zuckerberg. Und das ist eine neue Dimension an Daten um sein Auto herum, die es tatsächlich nirgendwo bisher gibt. So, und diese Daten sind wirklich eine ganz tolle Basis, weil es eine neue Komplexität ist, die man global zu einem Wert von 1,9 Trillionen Euro pro Jahr zusammenfassen kann. Sehr spektakulär. Lass uns einfach mal dahinter schauen, was da eigentlich gemeint ist. Es sind Fahrzeuginformationen zu einem oder mehreren Fahrzeugen, die ihr habt. Natürlich die ganzen Kontaktfamiliendaten dazu, ob er irgendwo Mitglied des Carsharing, Rentecars etc., seine Werkstattrechnungen, seine Lease-Informationen vom Auto, Fahrverhalten und Fahrdaten grundsätzlich. Dann natürlich die ganzen Versicherungsgeschichten, Haushaltsdaten und noch einiges mehr, was hier gar nicht draufsteht.
wie zum Beispiel TÜV-Daten. So, wer hat Interesse an diesen Daten? Warum kann der Paul jetzt hier mit seinen Daten Geld verdienen und andere profitieren davon? Also ich will jetzt nicht die einzelnen alle durchgehen, aber es gibt eine Vielzahl von Unternehmen, Sektoren, die ein großes Interesse haben. Die Hersteller angefangen, natürlich die Werkstätten, die Händler, Market Research ganz vorne ran, Automobilclubs etc. Das, was ich jetzt noch ausgeblendet habe, was ich jetzt einblende, ist sehr wichtig, nämlich auch die Kommunen, ja, die ein großes Interesse daran haben. Okay, die müssen eigentlich mal wissen, wir sind eine Mobilitätsstrategie bauen oder definieren, was ist eigentlich los auf unseren Straßen, ja? Und wie sieht das Ganze aus von Verkehrsverhalten und von wo wird wie viel CO2 in der Luft geblasen. Alles diese Dinge zusammen hat der Paul und das ist das Einzigartige, was er da hat. So, in die Kürze, in die Richtung Mobilität, wie kann er seine Daten quasi jetzt verwenden, um seine Mobilität zu bezahlen? Das ist jetzt die Zukunft. Was wir machen wollen, ist, wir wollen Web3 und Krypto, also Web3 mit Krypto, mit einer Kryptowährung einsetzen. Wir wollen quasi ein Amazon für Vehicle Owners darauf aufbauen und er soll letztlich über seine Datenfreigaben soll er nicht nur Bargeld bekommen, sondern eben auch Tokens erhalten. Und über diese Tokens soll er dann in der Lage sein, seine Mobilität zu zahlen, zum Beispiel ein ÖPNV-Ticket oder ein Bahnticket. Und das eben ist fest gebunden, damit tatsächlich sichergestellt ist, dass er die Tokens auch nur nutzt, um öffentliche Verkehrsmittel oder andere Verkehrsmittel zu nutzen, um die Umwelt tatsächlich zu schonen und um den Verkehr zu reduzieren. Das sind so im Wesentlichen die Punkte, die ich jetzt mal kurz adressieren wollte. Und in dem Zusammenhang werde ich auch immer wieder gefragt, ja, Automobildaten ist ja eine tolle Geschichte, aber ja, na klar ist es skalierbar. Es gibt noch viele andere Daten, die in diese Rubrik zählen, persönliche Daten und auch da kann man sich jetzt einen Wahnsinns-Skalierungsgrad ausdenken und wir werden auch schon immer wieder gefragt, was kann man denn da noch draufsetzen? Ja? Also das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die Zukunft gemeinsam zu verbessern, nicht nur für die Autofahrer oder für die Konsumenten schlechthin, sondern tatsächlich auch für Unternehmen, die von diesen Daten gewaltig profitieren und natürlich auch letztlich für uns alle, die an einem verbesserten Environment profitieren können. Ja, und damit wäre ich eigentlich schon durch mit meinem Schweinsgalopp-Präsentation und stehe euch gern für Fragen zur Verfügung. Dann schalte ich mal den Timer aus und sage erstmal lieben Dank, lieber Manfred, für den Parforsritt durch dieses Konzept und bin gespannt, sehe schon einige fragende Gesichter, ich bin überzeugt davon, da kommt jetzt die eine oder andere Frage. Also ich hätte mal zunächst die ketzerische Frage, warum verbessere ich damit meine eigene Zukunft? Okay, ganz klare Antwort, zwei Antworten, ganz kurz. Erstens, wir wissen alles, was Inflationsrate, Lebenshaltungskosten, wie das teuer wird. Ich kann damit meine Lebenshaltungskosten abfedern, ja, indem ich meine Daten verkaufe, A. B, ich kann jetzt anstelle mit hart verdientem Bargeld mit meinen Daten mein ÖPNV-Ticket finanzieren. Ja. Das sind Dinge. Und drittens, ich kann auch anhand zum Beispiel eben neuer Produkte und neuer Services, die anhand meiner Daten und meiner Bedürfnisse entwickelt werden, auch nochmal profitieren, zum Beispiel von einer entsprechenden Versicherung, die auf mich maßgeschneidert ist. So, das wären die drei Punkte, wo ich sage, das sind drei große Benefits. Aber das vereint mich ja nur darin, dass ich Autofahrer bin. Die Daten, die ich rausgebe, sind ja keine spezifischen Autodaten, sondern gehen weit darüber hinaus und decken quasi die ganze Privatsphäre auch ab. Ne? Das ist richtig, genau. Aber das macht eben jeder eben aus seinem Gusto. Ne? Jeder kann Daten freischalten, einzelne, alle ganz nach Belieben. Ja? Und das soll ja auch so sein, dass jeder wirklich über seine Daten selber bestimmt. Sag, ich verkaufe nur wenige Daten, jemand anderer
Generation C, also Generation Z, die haben da weniger ein Problem. Die sagen, es ist mir egal, solange ich gutes Geld dafür bekomme und Vorteile, schalte ich alle meine Daten frei. Also das ist total beliebig. Also ich muss sagen, also wenn du an meinem Fazit interessiert bist, ich halte die Vorstellung für gut, aber für zu naiv. Denn wenn es nur gute Menschen auf dieser Welt geben würde, dann würde ich sagen, würde ich dem voll zustimmen. Da ich aber davon ausgehe, dass es genauso viel gute Menschen wie Verbrecher gibt, die mit einem Schindluder damit treiben, wäre ich da sehr skeptisch. Aber das soll nur ein Statement sein. Die Frage ist natürlich, welches Schindluder kann man damit treiben an der Stelle, Manfred? Wie gut ist das abgesicherte System? Oder gibt es eine Option? Uns ist natürlich klar, dass es da natürlich Schlimmste gibt auf dieser Welt. Ja? Die versuchen, das auszutricksen und mit schlechten Daten Geld zu verdienen. Und wir haben ein Wahnsinnsgeld und Zeit investiert, um alle möglichen Schlupflöcher, die wir so identifiziert haben, zu schließen. Da sind Verifikationen dabei, dass sie ihren Fahrzeugschein schon mal hochladen müssen, um festzustellen, ist derjenige überhaupt die Person, für die er sich ausgibt. Ja? Und solche Dinge mehr. Also wir haben verschiedene, auch was die Datenaktualität betrifft, Hemmschwellen eingebaut. Alle Vierteljahr musst du quasi jetzt deine Daten verifizieren und bestätigen, dass sie in Ordnung sind. Sind sie das nicht, dann wird dein Account für den Marktplatz gesperrt und du kannst keine Daten mehr, ich sage jetzt mal salopp, vermarkten. Ja. Ich habe eine Frage, wie kommen denn die Daten in die Plattform rein? Wie oft muss ich das machen? Kommen die digital da rein? Du hast gerade gesagt, was von hochladen, da muss ich also selber was machen. Wie ist da der Mix? Im Moment, wir haben ja statische Daten, die sich nicht oft verändern, wie zum Beispiel eine Versicherungspolice. Und dann haben wir Daten, Entschuldigung, die sind dynamisch, nämlich die Fahrdaten, die Bewegungsdaten, die kommen von mehr oder weniger von alleine, wenn ich einmal die App und diesen die Technologie installiert habe. Der Aufwand ist im Moment manuell, bei den statischen Daten natürlich. Wir arbeiten aber mit Hochdruck dran, über OCR und über AI, künstliche Intelligenz, die Daten direkt aus Dokumenten einlesen zu können und direkt die Datenbank, damit die Datenbank kennt, sind verschiedene, die wir da im Einsatz haben, abzudaten, sodass der Aufwand klein ist. Dazu brauchen wir Geld. Das System, um auch gleich zu sagen, ist gut, es ist schön, es ist nicht perfekt, man kann vieles noch verbessern. Und das ist auch eines der wichtigen Dinge, die bei uns ganz oben stehen, dass man hier nochmal mit Gamification und mit Usability quasi das Ganze nochmal ein bisschen reduzieren, dass weniger Zeit für die Erfassung. Man muss auch nicht alle Daten auf einmal erfassen. Ja. Ich habe selber, wir haben gesagt, 10 Minuten reichen für die wichtigsten Daten. Und dann kann man so, wenn man Lust und Laune hat, hin und wieder mal die anderen Daten noch dazu erfassen. Ich habe für mein Auto und für mein Motorrad 2,5 Stunden gebraucht, ja, um alles, wirklich alles, was es gibt, einzupflegen. Habe ich in einem Rutsch gemacht, muss man auch nicht. Ja. Du hast vorhin von einer Vision gesprochen. Ist das Geschäftsmodell denn schon richtig am Markt unterwegs? Das ist am Markt unterwegs. Wir sind auch bei verschiedenen Automobilclubs mitten in einer Proof-of-Concept-Phase. Wir haben mit einer mit Bad Hersfeld, einer Stadt in Osthessen, eben so ein Mobilitätsprojekt gemacht. Wir sind jetzt gerade von InsurTech Hub mit 27 internationalen Versicherungsgesellschaften am Arbeiten und auch einigen großen Tech-Unternehmen wie Google und SAP und NTT Data und sind da ausgewählt worden von über 200 internationalen Startups, um hier in diesem Programm, das nennt sich Next Customer Innovation, mitzumachen. Und ja, natürlich ist, was wir da zeigen, auch für die sehr spektakulär. Und das ist es und soll es ja auch sein. Aber dieses macht es gerade interessant für große Unternehmen, die sagen, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Und wir haben dadurch jetzt das ganze Thema rechtlichen Zugriff, Datenschutz und Datenschutzgrundverordnung, alles, was damit zu tun hat, haben wir jetzt los, weil die Datenzugriffe quasi jetzt
autorisiert sind vom Endverbraucher selber. Also insofern ist quasi dieses ganze Thema, auf einmal löst sich das in Luft auf. Ja. Datenschutz bestimme ich selber. Ich bin ja derjenige, dem die Daten gehören. Ich bestimme über meine Daten. Und wenn ich meine Daten anderen in Zugriff gebe, dann ist es das, was ich eben mache. Ja. Und das wurde ja auch schon von Datenschutzbehörden da entsprechend geprüft und für gut befunden. Eine Frage noch zu den Daten selber. Ich habe gerade auf der Webseite gesehen, ihr habt da so einen Adapter. Den haben wir noch. Wir wollen wollen weg von dem Adapter. Wir wollen eine neue App schaffen. Ich wollte eigentlich auch was anderes raus. Der Adapter ist das eine. Denkt ihr auch dran, die Blackbox anzuschließen vom Auto? Ja, aber das geht ja nur in Zusammenarbeit mit den Herstellern. Ich glaube, wir haben noch ungefähr anderthalb Minuten Zeit. Ich glaube, da kommt eine Frage live aus Tokio an dich, Manfred. Hallo, Per. Hallo. Meine Frage ist, inwieweit kann ich meine Daten auch anonym weitergeben? Genau das ist mit Bad Hersfeld passiert. Ja. Also die Teilnehmer, die an dem Projekt, die Bürger, die da teilgenommen haben, wir wollen nicht namentlich genannt werden. Deswegen klicken wir die einfach nicht an. Jeder kann sagen, jedes Datenfeld kann individuell ausgewählt werden. Okay, sehr gut, danke. Wenn ich das richtig sehe, kann man es auch schon ausprobieren? Ja. Jo, dann haben wir 8:45 Uhr. Wir sind durch. Lieber Manfred, vielen Dank für die Einblicke in dein Businessmodell. Vielen Dank euch allen an für kluge Fragen. Und wir sehen uns nächste Woche. Das Video zu dieser heutigen Sendung sozusagen wird auch in Kürze online gestellt. Neben das Video von Bridge of Trust von letzter Woche. Marco, ich hoffe, es gefällt denen, die es schon gesehen haben. Alles und gut. Wir sehen uns dann nächste Woche zu einer weiteren Ausgabe von Im Spotlight vom German Mittelstand. Habt einen wundervollen Tag. Danke.